So, und hey Leute, willkommen zurück zu Replay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Wieder bei diesem namenlosen Update. Wir tunen hier weiter. Es geht weiter mit dem Tuning und zwar hier mit dem Bravado Banshee oder der Bravado Banshee, wie auch immer. Wieder am Stüssel, oh mein Gott, Spoiler, ist Enrico Italia mit seinem bereits getunten Bravado Banshee. Wie der aussieht, das machen wir nachher nochmal im Vergleich. Ich habe zuvor, was so dran gedacht habe, den Bravado Banshee, schaut ihn euch nochmal an, in eine Dodge Viper zu verwandeln, in eine krasse Supersportwagen Viper. So, das hatte ich so vor vom Look, so vom Design. Wir sehen uns gleich wieder bei Benny's Original Motorworks. Bis gleich. Wir sehen uns kurzer wieder, Soundcheck. Kurzer Soundcheck. Kurzer Soundcheck. Mal kurz Schnauze halt. Von innen. What the fuck? What the fuck? Ja. Merkt sie euch gut, die wird gleich komplett verändert werden. What the fuck? Was war denn das, Alter? What? Alter, schon wieder. Bis gleich. Bravado Banshee Sportwagen, vom Sportwagen zum Supersportwagen, Dodge Viper und so weiter und so fort. Fahrzeug reparieren erstmal, aufrüsten natürlich. Oh, ne. Ey, das geht eigentlich noch. 565.000 in die Banshee 900R. Ja. Boom! Was hat sich verändert? Felgen haben sich irgendwie verändert. Was hat sich noch? Achso, so Nieten sind hier so beim hinteren Kotflügel, dann haben wir einen Heckdiffusor, Spoiler irgendwie und ist alles so ein bisschen breiter. Wer übrigens noch mehr da wissen will zu den Hintergrundinfos, da checkt mal die Folgen mit Tuning-Schätze aus, also einfach bei YouTube in die Suche eingeben. Tuning-Schätze, Bravado Banshee, Tuning-Schätze, Karen Sultan, da erkläre ich noch mehr zu den Hintergrundinfos. So, Panzerung komplett mit Soße, komplett scharf mit Käse. Rennbremsen, dann Stoßstangen, wir haben serienmäßige Carbon, angenietete klassische RS-Stoßstange, Drift, RS-Stoßstange, Rally Sport, ja, GT-Stoßstange. Die Karre erinnert mich dann mehr an einen Tourenwagen, wie man es halt kennt von Tourenwagenrennen. Von daher werde ich die so Dodge Viper Tourenwagen-mäßig umstylen. Straßen-SPL-Stoßstange, keine Ahnung, Digga, also, ich weiß, ich bin gerade überfragt, das zerstört irgendwie gerade so ein bisschen die Form hier, dieser fette... Diese fette Stoßstange hier vorne, diese fette Spoiler, alter Schwede. Die hier vielleicht, oder diese. Sieht echt witzig aus, wie so ein Haifischmaul, so ein bisschen. Oder? Also wie so ein Fischmaul irgendwie. Das stimmt. Welche würdest du nehmen? Ich bin gerade überfragt. Ganz ehrlich, ich würde diese lange Zunge da nehmen. Hier? Echt? Ja. Ah, okay, nehme ich. Ich war gerade im Überlegen. Sieht halt übertrieben aus, macht die Form kaputt, aber was soll's? Wir wollen halt einen schönen Tourenwagen. Oh, fucking hell. Die Motorhaube öffnet sich nach vorne. Habe ich gerade nicht mehr so mitgerechnet, weil ich kenne den Banshee nicht mehr so. Motorblock. So, Ventildeckel in Primärfarbe. Ich zoome mal eben ein bisschen ran. In sekundär polierte. Oh, das glänzt schön. Das glänzt schön. Und Carbon. Ich nehme poliert. Poliert gefällt mir am besten. Nein, so, nehme ich. Domstrebe. Wieder diese fette Stange da. Carbon poliert, mittlere polierte, mittlere Titan, Titandomstrebe, breite Titandomstrebe, dann, was haben wir noch? Alter, ist das fett. Das ist eine fette Titan, große polierte Domstrebe, als ob du da einen Stahlträger drin hast, alter Späte. Sticker Domstrebe, passt überhaupt nicht gerade, extreme Stangendomstrebe, sieht schon mal cool aus, schon auch so in die Form gebracht von der Viper. Ja, Viper. Ich sag jetzt Viper. Gewichtsreduzierte Domstrebe. Ich weiß nicht. Nehmen wir mal, die mit Löchern hatten wir schon. Nehmen wir mal die hier, die extreme Stangendomstrebe. Jo. So. Hey, Motor. Ja, teuerste. Motorabstimme haben wir. Auspuff. Wir haben Doppelrohr. Wir haben Renn. Auspuff, man sieht kaum was, also schwarz ist. Schwarz! Was haben wir noch? Chromauspuff. Dann haben wir noch einen Doppelcarbon-Endtopf. Ja, sieht ganz cool aus. Kanonen. Okay. Alter, ich glaube, ich nehme die Kanonen. What the fuck? Ja, die habe ich auch, glaube ich. Krass. Oder? Oder 4? Weil 4 sieht ja heftiger aus als 2. Wobei die 2 sehen ja auch heftiger aus als die 4. Verdammt, Johi. Aber da du die ja schon hast, würde ich sagen, ich nehme die hier. So. Okay. Kotflügel. Hintere Kotflügel ungenietet.
Ich sehe kaum was, weil es so schwarz ist. Ah ja, alles klar. Ungenietet. Ach so, die normalen sind genietet, alles klar. Hm. Hintere Carbon-Kotflügel. Carbon, Carbon. Puh, ich weiß nicht. Ich glaube, ja, ich nehme Carbon. Alles klar. Dann Motorhaube. Wie einmal mit Einlass. Carbon. Angenietete Kotflügel. Kotflügel hatten wir doch schon. Ach so, angenietete Kotflügel. Alles klar, gehört mit zur Motorhaube. Glatte Motorhaube. Doppelluftfilter. Er guckt so raus, das habe ich noch nie gesehen. Also GTA Online habe ich noch nie gesehen, sowas. Dass die Luftfilter so rausgucken direkt. Alles klar. Aber geil. Aber geil, ja, definitiv geil. Wir haben freigelegte Luftfilter, sieht echt witzig aus. Als ob du so Gebäck süß drauf hast, so wie 8 Muffins auf der Motorhaube. Ja, würde ich mal sagen, wie Muffins. Durch die Motorhaube gucken, so Blaubeer-Muffins oder keine Ahnung, oder was könnte noch sein? Irgendwelche Muffins halt, so Muffins in Pink. Freigelegte Chromluftfilter, fettes Stück Hanuta, weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme diese kleinen Muffins, oder? Oder diese Teile, ja, sehen witzig Muffins aus. Muffins? Ah, Muffins, weiß ich nicht. Muffins. Was hast denn du genommen? Boah, warte. Das hier? Ich weiß gar nicht. Nee, das nicht. Das nicht. Das haben wir nicht. Das nicht. Das die auch, Muffins auch nicht. Das habe ich, glaube ich, auch nicht. Muffins habe ich auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher gerade, Alter. Ich weiß nicht. Ich nehme die Muffins. So. Hupe, fortlaufend, ach, keine Ahnung, Liberty City, passt am besten, glaube ich, Innenraum, Verzierung, Mariachi, ach, keine Ahnung, dann nehme ich, was passt zur Viper, wir nehmen, ich hätte keine Schlange oder so, aber, wir haben leider keine Schlange, was ist denn am, na gut, ein Tier, wir könnten ein Tier nehmen, das ist auch ein Tier, ein Affen halt, ja. So, nehmen wir den Affen halt. Also es ist halt auch ein Tier. Keine Schlange, aber halt ein Tier. Okay. So, wir haben Armaturenbrett. Ausstattung in Straßenversion. Das ist eigentlich aber Racing-Version. Wieso Straßenversion? Hier steht in Straßenversion da, aber es ist die Racing... Okay, alles klar. Rockstar-Logik. Außerdem haben wir noch... übrigens auf dem Lenkrad schön dieses... wie soll ich sagen? Dieses Schlangenmaul. Auch an die Viper erinnert. Ja. So, wir haben... Beflockt, leergeräumt. Mit einem. Alter, das sieht so fett aus. Mal kurz hier Vergleich. Normales Armaturenbrett. Dieses hier. Krass. Ein fetter, was ist das? Der Drehzahlmesser? Ein fetter Drehzahlmesser in der Mitte. Aber wo ist die Kameraanzeige? Ist die weg oder was? Ich glaube, die ist weg. Die ist weg, alles klar. Wir haben hinten leergeräumt, glaube ich, oder? Ne, hinten ist nichts. Carbon-Cockpit leergeräumt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, wir nehmen das hier oder so. Beflockt sieht ein bisschen scheiße aus. Ich glaube, ich nehme Carbon. Ja, Carbon. So, Türen, was haben wir bei Türen Schönes? Mal ranzoomen. Normale Carbon-Türverkleidung. Hm, sieht cool aus, ein bisschen Raumschiff-like. Geflockte Türverkleidung. Alutafel. Türverkleidung Primärfarbe. Jo, ich nehme Farbe. Farbe. Sitze. Ich glaube, da nehme ich wieder diese, die wir schon beim Dings hatten. Haben wir wieder dieselben Sitze? Ich glaube schon. Carbon-Rallye-Sitze, lackierte Rallye-Sitze. Man sieht halt kaum was, verdammt. Gute Frage. Carbon-Rallye-Sitze oder... Oh, kurz einen Cut gemacht, gab eine kleine Störung. Bin mir gerade nicht sicher, was können wir nehmen? Carbon-Rallye-Sitze oder... Ich hätte gerne nämlich wieder diese lackierten, aber die gibt's hier, glaube ich, nicht. Doch, lackierte Schalensitze. Nimm die roten. Lackierte Rallye-Sitze. Ich bleib bei den lackierten Rallye-Sitzen drauf geschissen. So, Lenkrad, serienmäßiges, Apex-Basis-Version. Wir haben so die Anspielung an Dodge, ne? Hier diese, dieses Hörnerzeichen, diesen, was soll das sein? So ein Stier mit Hörnern irgendwie. Mhm. Was in der Richtung? Soll ja sein, Bravados, glaube ich, Anspielung an Dodge. Dann Apex, Clubman-Profi-Version. Das sieht schon mal cool aus, gefällt mir. Das ist wie beim Sultan. Formel, wir haben wieder diese ganzen Lenkräder wie beim Sultan. Ich werde die einfach mal schnell durchschalten. Die kennen wir ja sowieso schon. Ich finde es cool mit diesem Schlangenmaul, mit diesem Maul, diesem Bravado-Logo. Das würde ich auf jeden Fall noch gern drin behalten. Dieses, ich meine dieses Viper-Logo. Nicht das normale Bravado-Logo, sondern dieses Viper-Logo. Von daher nehme ich, glaube ich, Rally Clubman oder Profi. Ich glaube, hier Clubman so schön schwarz, nehme ich das hier. Also diese bunten Knöpfe. Und das Viper-Logo in der Mitte. Sehr schön. Okay.
Bis jetzt nicht so viele Details wie bei dem Sultan, ja. Ist ein bisschen spärlich hier drin. Nicht so heftig überladen. Aber auch cool. Wir haben noch Lichtfarbe. Lichtfarbe nehme ich diesmal blau, weil wir wollten ja eine Dodge Viper machen. Ultrablau auf jeden Fall. So nah ran, so wollte ich gar nicht. Ultrablau sieht am geilsten aus. Dann Innenraum hatten wir alles. Mal kurz gucken. Jo, Scheinwerfer, Xenon. So, Neon Kids, Neon Anordnung, Front überall. Neonfarbe, schwarzlich. Ne, Ultra. Ne, haben wir noch blau eigentlich? Muss ich mal kurz gucken. Haben wir blau? Elektrisch blau war es, glaube ich. Wobei, was würdest du nehmen? Würdest du wieder Schwarzlicht nehmen? Oder irgendein anderes Schwarzlicht. Blau? Schwarzlicht, okay. Schwarzlicht. Passt, glaube ich, auch ganz gut. So, wir haben Designs. Schauen wir, was es für Designs gibt, weil es ist ja eine Veränderung von Bravado Banshee in die Banshee 900R. Schwarze 900R Powerstreifen. Wo kann ich die sehen? What the fuck? Weißt du was? Ich wäre erstmal was noch anderes noch machen. Erinnere mich dran, dass wir das Design noch machen müssen. Gelb auf schwarz Nummernschild, dann Lackierung. Primärfarbe, auf jeden Fall Metallic, irgendein Metallic Blau. So, gucken. Was ist am ehesten Dodge Viper Style? Dodge Viper war immer Primärfarbe ein komplettes Blau, soweit ich mich erinnern kann. Haben wir ja eigentlich auch ein Ultra Blau. Ich muss mal kurz hier durchschalten. Ultra Blau. Wobei die Viper war noch ein bisschen dunkler. Die hatten noch ein dunkleres Blau. Rennblau. Was würdest du nehmen? Ich glaube eher Rennblau, oder? Mitternachtsblau? Mitternachts, ja. Mitternachtsblau, ja, Marineblau, wo war Mitternachtsblau? Weißt du ungefähr, wo Mitternachtsblau war, Digga? Bei Blau. hatten wir das jetzt gerade nicht schon? Warte mal. Bei dem Blauen, ja, ja. Glaub, Mitternachtsblau, ich hab's übersprungen. Ja. Ah ja, das sieht so eher Viper-mäßig aus. Das sieht eher Viper-mäßig aus, du hast vollkommen recht. Yo, ich glaube, das nehmen wir mal. Und sekundär, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Was hatte die Dodge Viper für eine Sekundärfarbe? War das ein weißer Streifen? Ich glaube, es war ein weißer Streifen. Puh, ich glaube, ja, ein bisschen weißer. Ja, ich nehme dann... Kann mich ganz schwierig erinnern. In dem Fall nehme ich Eisweiß. Ey, schlagt mich oder schlagt mich nicht, wenn es jetzt falsch ist, aber ich glaube, es war ein weißer Streifen bei der Dodge Viper. Und so ein dunkles Blau. So, glaub, Eisweiß, ja. Ausstattungsfarbe. Ausstattungsfarbe, was nehmen wir mal? Da verändern sich ohne die Sitze. Nehme ich mal ein Rot, oder? Was würdest du sagen für die Sitze? So ein, vielleicht oh, so ein Torino-Rot oder sowas in der Richtung. Ja. Wo haben wir? Lava, Formel Torino. Formelrot? Warte, nee, das haben wir glaube ich gar nicht. Wir haben nur Torino-Rot. Da war es nämlich mal was Formelrot dabei. Nehmen wir Torino-Rot. So, Lackierung. Hatten wir jetzt da. Achso, Designs wollten wir noch erinnern. Designs, so, schwarze Streifen. What the fuck? Wo sind diese Powerstreifen? Wo sind sie? Siehst du sie? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Nee, die sind nicht da. Hallo? What the fuck? Hallo, Powerstreifen. Ah ja, hier unten verändert sich jetzt was. Aber. Weiße Powerstreifen. Achso, dann müssten die an der Seite. Alles klar, an der Seite. Jo, ist zu dunkel, immer noch zu dunkel. Vielleicht nehme ich das hier. Ampel-Rennfahrer-Illustration. Das sieht extrem geil aus. Schon mal. Das sieht, passt richtig gut zu diesem weißen richtig Streifen. Richtig cool. So, schwarzer Blitz. Langweilig. Okay. Gelber Blitz, langweilig. Schwarzakzente, alles klar. Nee, das sieht Banshee, man gar nichts. Das sieht ziemlich lame aus irgendwie. Weiß nicht, gefällt mir ja nicht. Bravado Drift Camouflage. Auch sehr strange. Naja, nicht schlecht. Besser als die anderen, aber. So, das waren die alle. Ich nehme das hier. Das sieht sehr geil aus. Auch subtil. Nicht zu überladen. Passt halt zur Viper, weil die war ja auch sonst nicht so krass verspielt vom Design her. Also von dem Außendesign her. Und auch cool, dass du hier noch an den Seiten, an der Seite hier auf der, ist das die linke Seite, noch diese Sponsoren hast. Mhm. Die Firmen halt hier, Xero Atomic und so weiter. Bravado Racing. Sehr cool. Sehr schöner Tourenwagen. Also, Ampelrennfahrer, Illustrationen, was auch immer es heißen soll. Ampelrennfahrer mit Muffins auf der Motorhaube durchgucken. So, wir haben noch Dach, hatten wir glaube ich noch. Kein Dach. Nee. Würdest du kein Dach oder Dach? Na, Dach. Aber ich wollte noch sagen, bei den Designs, da sah das eine Design aus voll wie von Ken Block da. Kennst du das? Ken Block kenne ich. So rumdriftet.
Dann hatte der eine Viper? Ken Block hatte doch immer was anderes. Der hatte doch. Nee, der hatte, ich glaube, keine Viper, aber das Design sah so voll aus. Okay. Jedenfalls. Ich weiß nicht. Normalerweise ist es ja immer so bei mir, wenn ich die Option habe, ein Auto zum Cabrio umzugestalten, wie zum Beispiel beim Cabrio. Okay. Wie heißt es gleich? Wie heißt es eine Cabrio, was man immer. Was, wo man das Dach dann wegglitschen konnte? Scheiße, wie heißt der gleich nochmal? Der Klassiker. Der Casco. Genau, der Casco. Da war es immer so, ja, auf jeden Fall Cabrio dann, weil sieht immer am geilsten aus. Aber hier in dem Fall Dodge Viper mit Dach. Sieht einfach besser aus, finde ich, in dem Fall. Da passt es irgendwie nicht so geil. So, Dach. Was haben wir noch? Seitenverkleidung. Tuning. Da ändert sich jetzt nicht so viel. Tiefe Seitenverkleidung. Muss man echt gucken, da verändert sich ja kaum was. Dann haben wir Straßen. Seitenverkleidung. Sportseitenverkleidung und Carbon. Ne, ich nehme Sport, weil man sieht man ein schönes Muster noch. So, Sport. Ja, das sieht geil aus. Verändert sich zwar nicht so viel, aber ja, warum nicht? Spoiler, hoher Spoiler. Ich weiß nicht. Mittlerer. Drift. Nee, so Cabrio-mäßig. Hoher. Extrem Abtrieb. Ja, BIW. Oh, wow, geil. Das sieht extrem detailliert aus hier. Das ist heftig. Ja gut, da ist ja eine Dodge Viper in der Tourenwagen-Version ist, nehmen wir glaube ich den hier, diesen extrem übertriebenen Spoiler mit diesen kleinen Streben, das sieht richtig detailliert und geil aus. Nehmen wir. Federung. Sportfederung. Wir haben ja, wo war es denn hier? Das war bei Getriebe, dieses Supergetriebe. Kommen wir noch gleich. Heckklappe. Wir haben eine serienmäßige, eine glatte hintere Heckklappe. Okay, das ändert sich. Alles klar. So, Entenschwanzhaube angenietet. Aha. Ja, sieht cool aus. Glatte Carbon. Carbonhaube und Platten. Weiß nicht. Es verändert sich ja nicht so viel. Das ist nicht so auffällig. Aber ich glaube, ich nehme das hier Entenschwanzhaube angenietet. Das passt gut zu den ganzen anderen Nieten. Und irgendwie, gefällt es mir am besten. Passt auch gut zum Spoiler-System hier. Richtig schön. Nehme ich. Dann haben wir noch Getriebe. Haben wir wieder. Ne, wir haben diesmal nur ein Renngetriebe. Kein Super. Wie ist es? Supergetriebe, glaube ich. Supersportgetriebe. Supergetriebe. Diesmal nur ein Renngetriebe. Turbo auf jeden Fall. 50.000 diesmal, nicht 30.000. Reifen, wir nehmen diesmal, glaube ich, weiß nicht, Bennys passen ja, glaube ich, denn nicht. Bennys Originals, soweit ich weiß, weil das sind ja alles diese Lowrider-Felgen. Nee. Das ist sehr trashig. Nein, wir nehmen Luxus natürlich und da nehmen wir die Chrom. Wobei ich jetzt auch erstmal überlegen muss, welche ganz gut zur Tourenwagen-Viper passen. I don't know. Ich weiß es nicht. Felgen ist immer so eine Sache, da bin ich echt extrem am Überlegen. Bitte, gib mir einen Tipp. Ich weiß es nicht. Felgen. Dodge Viper. Ich müsste jetzt nämlich echt nachgucken, was so die Dodge Viper mal so für Felgen hatte. Ich glaube, vielleicht die hier. Weißt du was? Nee, ich bleib bei den Cheetah. Guck mal. Okay. Cheetah? Weil du hast gesagt, Sport. Wollen wir nochmal bei Sport gucken? Du hast gesagt, bei Sport nochmal irgendwas. Wir können ja mal trotzdem mal gucken bei Sport. Okay, zu fett. Wir nehmen. Ich bin eher für diese Verspielten, weil die Karre sowieso schon hat Haufen verspielte Details so dran. Und da wäre ich so für die verspielten Felgen. So kleine Streben eventuell. Ja, eventuell. Auch wegen Streben beim Spoiler-System. Also es ist Synthetic Z. Wärst du für die? Weil ich wäre nämlich für die. Kann man auch machen. Also ich finde es auch nice. Auf jeden Fall. Ja. Also meckern kann man mal kurz nicht. Durch. Meckern kann man nicht, sagt er. Alles klar. ich weiß nicht. Also entweder Synthetic Z oder die anderen Cheetah-Felgen. Was sagst du? Cheetah-Felgen bei Luxus oder diese hier? Ich würde bei denen bleiben. Bei denen bleiben. Gut, das dann nehmen wir die. Und dann geht's weiter mit Felgen, Farbe haben wir nicht, logischerweise. Reifen, Reifenmuster, 5000, Reifenverbesserung. Jo, Reifenqualm, machen wir wieder rot. Und dann haben wir noch, Fenster brauchen wir nicht, will noch was sehen. Das war's schon mit unserer Tourenwagen-Viper. Wir schauen mal eben nach draußen, es ist Tag, wir haben es 9.40 Uhr, das passt perfekt. Enricos Karre steht da. Genau, da drüben. Alles klar. Das heißt, wir machen mal kurz einen Check. Mal einen kurzen Vergleich, so Optik-Check. Jo, die Felgen gefallen mir richtig gut, merke ich gerade. Wenn ich das Auto so draußen sehe, so im Sonnenschein. Hast du welche genommen?
Ah, du hast wieder, klar, ja klar, wegen Boost und so, wegen besserem Grip und so. Richtig. Curb Boost, weiß Bescheid. Mm, aber ich habe jetzt wegen den Optics einfach mal die hier genommen. Kurz hier packen. Und dann werden wir mal einen Direktvergleich machen, wie jeder seins getuned hat. Den muss man eben kurz aufmachen. Persönliches Fahrzeug auf. Fernsteuern, Motor an. Ein. So, Ego. Und dann schauen wir uns die Kiste schon mal an. So, hin nur das Spoiler-System. Nochmal von nahen, von draußen. Schön mit Sonne. Sehr, sehr geil. Diese ganzen kleinen Streben. Ich feiere diese Details einfach, ja. So diese kleinen Streben, die hier zur Stabilisierung sind. Und dann nochmal diese extra dicken Streben. Und mit diesen Löchern, die so reingefräst sind. Und Auspuffsystem. Jetzt ist das Auto gerutscht, alles klar. Richtig geil. Diese Nieten hier mit dem Carbon, auch fett. Ja, obwohl die, ich wollte schon sagen, wieder Viper, ne, ist ja Viper, obwohl die Banshee jetzt nicht so aufwendig aussieht, wie zum Beispiel der Karen Sultan, sieht es trotzdem noch sehr geil auf seine Art einfach, ja. An den Seiten hier, Seitenverkleidung, dezenter, ja, und unten diese Logos von den Sponsoren, von den ganzen Firmenlogos, Nieten nochmal hier dran, Primärfarbe. Eigentlich hatte ich ja Türen Primärfarbe. Warum sind die nicht blau? Oder es täuscht das jetzt? Keine Ahnung. Die Schalensitze, die heben sich schön raus übrigens. Gerade. Aus dem Innenraum. Es passt ja ganz gut. Wieder ein Feuerlöscher drin. Und diese kleinen Hebelchen. Ich muss immer mal kurz ranzoomen. Oh, sorry. Mit meinem Handyline. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Verdammt, warte mal kurz. So, nochmal. So, was ist denn das alles? Wir haben IGN, Ignition, glaube ich, Zündung, das weiß ich, zweite weiß nicht, Fuel, Sprit halt, Wasser und, glaube ich, Belüftung, das letzte, so Hebelchen. Hier so ein Funkgerät, wie die Anzeigen, so fette Schaltknüppel in der Mitte. Nee, in der Mitte ist hier das Schaltknüppel und das Teil, was ist das eigentlich, dieses fette Teil, das ist kein Schaltknüppel, glaube ich, das ist eher was anderes. Bin mir nicht ganz, wie gesagt, ich kenne mich nicht ganz so gut aus mit so Rallye-Cars und Tourenwagen. Weiß ich gerade nicht. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, für die, die es wissen. IGN Ignition, das ist, glaube ich, Zündung. Ah, ja. Die Batterie, alles schön in Chrom und dann diese kleinen Muffins. Ja. Diese Mittelstrebe hier zur Stabilisierung. Motorhaube, könnt ihr nochmal sehen, diese ganzen Logos hier. Bisschen verpixelt, wenn man da rangeht, aber okay. Nochmal von der Seite hier, schön poliert. Und dann unser kleines Äffchen. Wackelkopf, ich muss mal eben kurz die Tür aufmachen, weil Enrico die irgendwie zugemacht hat. Ja, kein Problem. Nee, so, geht alle? Doch, ja. Geht. So, schön Tuning-Gaspedale. Tourenwagen-Style. Ein Feuerlöscher, soweit ich weiß, sehe ich diesmal nur. Schön diese Sitze, wie gesagt, kommen gut raus, dieser Kontrast. Und dann halt unser schönes Dodge Viper-Lenkrad. Fetter Drehzahlmesser. Diesmal mit Tachonadel und irgendwie öffnet sich hier nichts im Kofferraum. Ja gut, warum auch? Ist ja ein fetter Spoiler dran. Geht glaube ich nicht. So, und jetzt mal kurz nochmal einen Soundcheck. Ah, jetzt, Alter, wie krass das Ding aufheult, oder? Kein Vergleich zu vorher. Nee. Immer deutlich krachiger, deutlich heftiger, der Motorsound. So, keine. Und wir machen einmal von innen. Sieht nicht ganz so krass ab wie der Karen Sultan RS, der Tuning-Version. Und heißt jetzt auch anders, Barado Banshee 900R. Könnt ihr unten sehen, Supersportwagen. Das ist niemals ein Supersportwagen. Ja, eben durch dieses Tuning halt. Müssen es wahrscheinlich ein Supersportwagen nennen. Also. Ja, weil die Kiste halt so schnell ist. Ja, könnt ihr hören halt diese anderen Turbo-Sound. Der krassere Motorsound. Ja, das Zwitschern vom Turbo. Das Ansaugen der Luft vom Turbo. Ja, sehr nice, aber insgesamt muss ich sagen, gefällt mir dann doch der Karen Sultan besser. Wie war nochmal der Name vom Tuning Karen Sultan? Ich hätte es schon mal vergessen. Karen Sultan RS, glaube ich.
Naja, RS war ja auch normal Tuning, aber egal, du bist Bescheid. So, das war's mit dem Bravado Banshee 900R Supersportwagen. Wir sehen uns dann, wir machen noch Speedtests, den Salton gegen Banshee und ein paar andere Supersportwagen. Danke erstmal fürs Zuschauen und wenn ihr noch ein Unlock All braucht, unbedingt bei Thiago Duarte Extreme Modding vorbeischauen, falls ihr einen bestellen wollt gleich, oder halt auf der Facebook-Seite. Ich hau die euch nochmal, die beiden Seiten, einmal die Facebook-Seite von Extreme Modding und die Webseite, hau ich euch nochmal in die Videobeschreibung, falls ihr nochmal einen Unlock All braucht, für alle, die noch keinen haben. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, ihr haut rein. Wir sind raus, bis dann, bye bye, ciao, ciao. Ha, nochmal kurz zur Cut zurück, Alter. Wir wollten ja nochmal einen Vergleich machen. Hier, mal zeige ich euch mal kurz nochmal Enricos Version von Bravado Banshee. Schön gelb, schwarz und weiß. Sieht nicht schlecht aus. In der Mitte so ein Chromstreifen. Auch cool. So, jetzt war es aber wirklich das mit dem Video hier. Das bye bye. Bis denn. Ja. Wirklich.